Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute mit drei Sorten Corny Nuss voll im Test. Ich versuche die gerade so ein bisschen zu balancieren und es gelingt mir. Auch noch gut aufgefangen. Wir haben die Sorte Winterapfel, dann haben wir die Sorte Lebkuchen und zu guter Letzt die Sorte Marzipan. Vielen lieben Dank an Jessie für den Tipp, denn ich habe die jetzt bei Aldi Nord im Angebot für 1,09 Euro je Sorte gekauft. Die Corny Nuss Vollsorten gibt es schon länger, die gab es auch schon letztes Jahr in der Saison. Ich glaube, die kommen immer zu Weihnachten raus oder gibt es sie sogar ganzjährig. Auf jeden Fall habe ich sie mir jetzt mal endlich gegönnt. Ich habe sie noch nie getestet und auch noch nie probiert, ihr Lieben. Heute ganz gleich dreimal das erste Mal mit dem Junkfood Guru. Womit fangen wir an? Mit Lebkuchen? Ja, oder? Lebkuchen klingt auch ganz, ganz spannend. Die werben hier mit über 50% Nüsse. Ich habe schon hinten drauf geguckt. Die Erdnüsse sind da immer am meisten drin. Bei allen dreien Riegeln sind Erdnüsse am meisten drin. Die fühlen sich richtig gut an, die Verpackung, muss ich sagen. Ich mache das jetzt mal auf. Aber wie macht man die jetzt am besten auf? Schaut mal, wo ist denn hier die Aufnehmerlasche? Ach, komm, wir zerstören es einfach. 4 Stück sind da drin. 1,09 Euro im Angebot. So schick sind die verpackt. Und ich hole jetzt mal die Sorte. Ich muss da immer dreimal drauf gucken, weil ich schon die Farben verwechselt habe. Lebkuchen ist blau. Hole ich jetzt mal hier raus. Und dann schauen wir uns die nachher auch nochmal in Großaufnahme an. Aber erstmal muss ich hier mal reinbeißen. In die nussvolle Sorte. Ach krass. Das vermisse ich ja. Die Schokolade vermisse ich so ein bisschen. Ne? Bei Corny ist ja immer so schön Schokolade drunter, aber ist ja auch Corny nussvoll. Nussvoll, voll und riecht echt voll nach Lebkuchen. Ui, das schmeckt echt wie Weihnachten. Ganz intensiv, angenehme Süße, nussig, honigmäßig, schaut mal. Und wirklich weihnachtlich, lecker. Aber jetzt weiß ich, warum ich die nie gekauft habe. Mir fehlt die Schokolade. Trotzdem geschmacklich echt lecker. So, und dann haben wir auch noch Winterapfel. Da bin ich sehr gespannt drauf, ihr Lieben. Und wir haben noch als drittes, ich nehme schon einfach auf, die Sorte Marzipan. Aber bevor ich die anderen beiden Riegel esse, hole ich die gerade mal raus. Und dann machen wir mal eine Großaufnahme. Dann könnt ihr euch die Riegel mal im Detail nochmal angucken. Und dann seht ihr vielleicht auch schon die einzelnen Zutaten. Und dann seht ihr vielleicht auch, was euch schmeckt oder vielleicht auch nicht schmeckt. Denn das Auge isst ja mit. Und dann schauen wir uns mal die Sorte Marzipan im Detail an. Hier macht es auch Sinn, den Riegel einmal umzudrehen. So sieht er von der anderen Seite aus. Wobei, sehen sie schon sehr ähnlich. Hier ist die Sorte Winterapfel. Den drehen wir auch einmal um. So sieht er von der Rückseite aus. Fast genauso wie von oben. Und hier haben wir die Sorte, die ich als erstes probiert habe. Die Sorte Lebkuchen. Ja, ihr seht schon, es ist eine sehr klebrige Angelegenheit. Mhm. Und jetzt gibt es die Sorte Marzipan. Ich habe Angst, wenn ich den Winterapfel esse, weil er riecht schon sehr intensiv, dass ich danach Marzipan gar nicht mehr rausschmecke. Und es hat ein ganz leichtes, aber leckeres Marzipanaroma. Woraus wird Marzipan gemacht? Richtig, aus Mandeln. Es ist ein ganz leichtes Aroma, aber lecker. Wirklich lecker. Hm. Schmeckt mir bisher am besten. Auch wenn Lebkuchen echt nicht schlecht war. War Marzipan. Das hat was. Mmh. Wirklich ein gutes Aroma in dem Riegel hier, muss ich sagen. Bei Nüssen hat man echt was zu tun. Kauen, kauen, kauen. Aber Nüsse sind ja auch gut fürs Gehirn. Habe ich gehört, Nervennahrung, bam bam, kann nicht schaden.
Und da ja auch das Studentenfutter ist ja auch immer so mit Nüssen, mit ganz, ganz vielen Nüssen, wer viel denken muss. Nüsse enthalten, glaube ich, Magnesium und so andere Klamotten noch, die auf jeden Fall gesund sind. Obwohl, gut, hier Corn die Nuss voll, wissen wir auch. Es ist vermutlich auch noch ein bisschen, ja, ein bisschen Zucker mit drin. Zutaten und Nährwerte wie immer am Ende des Videos. Aber jetzt gibt es erstmal Winterapfel. So. Ach, der riecht richtig winterlich, bratapfelig, apfeltaschenmäßig. Fruchtig geil. Der schmeckt echt intensiv. Ich muss ganz ehrlich sagen, von allen drei Sorten geschmacklich schmeckt mir den Apfel am stärksten raus, finde ich. Aber am geilsten fand ich echt Marzipan. Marzipan 9 Punkte als Geschmackssortenbewertung vom Guru. Winterapfel 8 Punkte und Lebkuchen auch 8 Punkte. Schmeckt wirklich, alle Sorten schmecken mir wirklich gut. Kann man echt nichts mit falsch machen. Bei meinem persönlichen Geschmack liegt Marzipan ein bisschen vorne, weil ich das Aroma echt gerne mag. Winterapfel, so langsam, ich habe schon so viele Bratapfelsachen gegessen. Deswegen kickt mich das nicht mehr so, aber es ist wirklich ganz gut gelungen vom Aroma her. Deswegen auch für die anderen beiden Sorten 8 Punkte, Winterapfel und Lebkuchen und 9 Punkte. Marzipan hat mich wirklich positiv überrascht, ihr Lieben. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren, Daumen nach oben und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Tschüss!